Deutscher Wasserballpokal Tag 2, erstes Spiel. Und da trafen die beiden Verlierer der Frauenspiele von gestern aufeinander. Der ETV Hamburg und Nika Heidelberg. Den Heidelbergerinnen kam diese Situation ziemlich bekannt vor. Auch im letzten Jahr scheiterten sie im Halbfinale und mussten sich mit dem Spiel um Platz 3 begnügen. Damals gewannen die Nika-Mädels gegen Chemnitz. Und auch hier gingen die Süddeutschen erstmals in Führung. 1:0 durch Sina van der Bosch. Doch das Spiel war von Beginn an eng und spannend. Svenja Fuchs gleicht hier aus, 1:1. Eigentlich waren die Damen aus Heidelberg leicht favorisiert, aber der ETV konnte gestern schon zeigen, dass sie durchaus für Überraschungen gut sind. Aber erstmal zeigten die Blaukappen, worauf es ankam. Überzahlspiel. Das nutzten die Spielerinnen von Kai van der Bosch besser und gingen mit 4:2 in Führung. Das Spiel war insgesamt sehr rassig geführt. Folgerichtig auch dieser 5 Meter. Aber Luise Zimmermann fehlten da anscheinend die Kräfte. So eine Partie ist auch nicht sonderlich motivierend. Deswegen Kompliment, dass die Mädels trotzdem mit so viel Leidenschaft ins Becken sprangen. Wie gesagt, es ist ein kleines Finale, aber trotzdem, denke ich, sind wir da mit der Einstellung rangegangen, dass es für uns wie ein Finale ist und dass wir das Spiel gewinnen wollen. Man ist ja immer geneigt, die Teilnehmer vom Spiel um Platz 3 zu bemitleiden. Aber die Akteurinnen hatten richtig Bock auf die Partie. Es ging hin und her. Tor für Weiß, Tor für Blau. Es stand mittlerweile 6:5 für Heidelberg und hier waren sie erneut in Überzahl. Diese Situation konnten sie wieder für sich nutzen. Sina van der Bosch mit dem 7:5 Halbzeitstand für den SV. So viel sei verraten, van der Bosch war der meistgehörte Name des Spiels. Dazu aber später mehr. Zunächst wollte der ETV an die Leistung von gestern anknüpfen und bot den Mädels in den blauen Badekappen Paroli. Und dann klappte auch das Überzahlspiel. Dorina Siepaus mit dem Ausgleich 7:7. Damit nicht genug. Schöner Konter vom ETV und dann gehen die Hansestädterinnen durch Anna Barkos erstmals in Führung. Schönes Tor. Genauso schön ging es weiter. Sina van der Bosch wieder mit dem Ausgleich. Und wir hatten es angesprochen, Bosch wurde heute oft gehört. 6-mal, um genau zu sein. Besonders häufig in der zweiten Halbzeit. Da machte sie sogar 3 Tore in Serie und brachte die Heidelbergerinnen 13:9 in Führung. Auf der anderen Seite gab es eine Spielerin, die noch ein Tor mehr erzielte, aber der letzte Treffer von Dorina Siepos war nur Ergebniskosmetik. Am Ende holten die Nika-Mädels erneut die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch. Es war auf jeden Fall spannend. Wir haben es spannend gemacht. Ich bin der Meinung, das hätte souveräner bei uns ablaufen können. Aber letztendlich ist man froh, dass es dann am Ende gereicht hat. Bis zu den letzten 2 Minuten noch gedacht, dass wir noch gewinnen können. Aber leider muss ich das sagen, wir sind nicht so fit, wie unser Gegner heute war, wegen vieler Krankheiten. Also abklatschen und Dankeschön. Für den SV Nika Heidelberg bleibt nun ein Jahr Zeit, um zu trainieren, damit es endlich mal mit dem Finale klappt.